Und auch heute schauen wir uns wieder eine Aktie im Fokus an, zusammen mit Freestocks und mit dem Roland Jegen direkt nach dem Intro. Ja, die Wall Street, die bringt Unternehmen nach vorne, die neue Technologien entwerfen, aber auch Technologien bzw. Produkte, die wir schon seit mehr als 100 Jahren im Markt haben. Und ein solches Produkt wollen wir uns heute gemeinsam anschauen mit dem Roland Jegen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Roland. Hallo Andreas. Ja, heute ein sehr etabliertes Unternehmen, das wir uns näher anschauen wollen. Und das ist sicherlich jedem bekannt, Coca-Cola. Ja, jeder hat es entweder schon mal gesehen oder sogar probiert. Es ist ja nicht irgendwie weggeschlossen und ab 18, sondern man bekommt es an jedem Kiosk, zumindest in Berlin ist es so, an jeder Ecke gereicht. Bei vielen Veranstaltungen ist es das standardalkoholfreie Getränk, was es gibt. Und da müssen wir ein wenig zurückschauen, um auch in die Historie reinzugehen. Da habe ich nämlich ein paar interessante Fakten herausgesucht. Zum Beispiel ist das Unternehmen bzw. das Produkt an sich seit 1886 schon bekannt. Es ist ein Sirup, welcher ursprünglich ja gegen Kopfschmerzen helfen sollte. So war zumindest der Plan. Und dann wurde das Erfrischungsgetränk entdeckt und kurz vor dem Tod des Erfinders sogar verkauft für nur 2.300 Dollar. Heute würde man wirklich sagen, ein enormer Schnäppchenpreis. Aber man muss natürlich auch sehen, vor mehr als 100 Jahren waren natürlich 2.300 Dollar auch viel, viel, viel mehr wert als aktuell. Aber letztendlich doch wirklich für einen kleinen Preis dann übergegangen an diesen Apothekengroßhändler, der dann letztendlich auch etwas später im Jahr 1892 die Coca-Cola Company gegründet hat, die heute immer noch existiert. Ja, und auch er hat nicht den großen Reibach, wie man so schön sagt, mit der Company gemacht, sondern er hat 90% seiner Anteile dann verschenkt zu Weihnachten, ja, und hat in Atlanta gewohnt, das größte Gebäude dort besessen, also war schon sehr vermögend, aber die Erben dachten, wir können das einfach weitergeben und haben es an Investmenthäuser verkauft letzten Endes und dann ging das Ganze in den Lizenzvertrieb, soll heißen, es wird nicht in den USA produziert an einem Ort und dann weltweit ausgerollt, sondern das Rezept ganz geheim gehalten wird an ganz vielen Orten der Welt, einfach neu gemischt, schmeckt aber überall auf der Welt gleich. Genau, weil wirklich auch das Wasser entsprechend aufbereitet werden muss nach den gleichen Standards. Es sind die gleichen Produkte enthalten. Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die immer unterschiedlich ist und das ist quasi der Zucker letztendlich, der regional unterschiedlich ist, dass manchmal Rohrzucker verwendet wird. Manchmal ist es der Zucker, also der Zucker aus Zuckerrüben quasi eher hier im mitteleuropäischen Raum. Aber ansonsten wirklich komplett das identische Rezept und die identischen Zutaten, die auch bis heute hier verwendet werden. Das hat sich sehr, sehr weit verbreitet. Zuerst 5.840 Kisten Jahresumsatz. 1939 gab es schon 50 Fabriken, 4,5 Millionen Kisten. Und 1967 war dann die 100 Millionen Kisten Umsatzmarke erreicht. Also ein richtiger Gaumenschmaus, der bei allen gut ankam scheinbar. Ja, kam sehr gut an und das Unternehmen hat immer weiter expandiert und das schauen wir uns jetzt gleich auch noch mit den weiteren Fakten an. Da ging es ja, es blieb ja nicht nur bei der einen Sorte Coca-Cola, sondern das Angebot ist mittlerweile ja auch sehr, sehr weit gestreut. Da gibt es die verschiedenen Richtungen mit Flavors, egal ob das Vanillegeschmack ist oder was auch immer. Also das Produktangebot wurde über die Jahrzehnte hinweg auch immer weiter ausgeweitet. Genau, auch dabei werden die Trends beachtet, also ohne Zucker, erst die Light-Variante, jetzt ohne Zucker und so weiter. Und was Coca-Cola besonders erfolgreich kann, das ist das Marketing. Denn die Produkte mit dem Schriftzug Coca-Cola, die gibt es als Feuerzeuge, als alles Mögliche, Baseballkarten, japanische Fächer. Ich habe nochmal ein paar Beispiele genannt und natürlich auch den Coca-Cola-Truck, der vorrangig zu Weihnachten vorfährt in den großen Städten. Ich habe ihn schon mal gesehen in Berlin. Ich habe ihn persönlich auch schon mal gesehen. Ich glaube, damals war er in Trier, vielleicht sogar auch schon mal in Bitburg hier bei mir in der Nähe. Also er ist eigentlich komplett durch ganz Deutschland in alle Regionen unterwegs. Manche sagen ja sogar, Coca-Cola hätte den Weihnachtsmann erfunden. Das konnte mittlerweile, glaube ich, widerlegt werden. Aber den Weihnachtsmann, den Santa Claus, wie man ihn in der heutigen Form kennt, dargestellt, das geht sicherlich mit zurück auch auf Coca-Cola, die den Weihnachtsmann dann entsprechend auch gezeichnet haben und für ihre Kampagnen in der jetzigen Form immer weiter genutzt haben.
Also das kann man auch selber mal überprüfen, wenn man ein historisches Buch hat. Da hatte der Weihnachtsmann nämlich meines Wissens immer grüne oder graue Umhänge an und seit Coca-Cola ihn angezeichnet, angemalt hat, sind sie rot. Aber gut, auch das vielleicht Marketing und noch ein Fun-Fact nebenher, dass man 2,8 Liter Wasser braucht, um 1 Liter Coca-Cola herzustellen, ist auch erstaunlich und der Name stammt von den ursprünglichen Zutaten von dem Coca-Blatt und der Cola-Nuss, aber Coca, also Kokain letzten Endes, soll gar nicht enthalten sein, hat zumindest immer das Unternehmen gesagt. Die Gerüchte halten sich trotzdem vehement. Ja, es gibt da immer Gerüchte über auch die genauen Zutaten, die ja auch gar nicht so 100% transparent letztendlich ausgewiesen werden. Das Rezept, das ursprüngliche Rezept hatte sich ja dann auch nochmal entsprechend geändert, aber keiner weiß, ob ursprünglich dann wirklich das Coca-Blatt in der Form enthalten war oder nicht. Ja, ist letzten Endes auch gar nicht so wichtig, wenn man alles in Maßen trinkt, also wenn man sich nicht 2, 3 Liter davon jeden Tag reinkippt, auf Deutsch gesagt. Und wir genießen vor allem das Marketing, ich zumindest. Und als Aktionär genießt man womöglich auch das Wachstum, was gerade in jüngster Zeit nochmal zugenommen hat. Zur Corona-Pandemie-Zeit gab es ein bisschen Probleme, logischerweise, denn die Großveranstaltungen fanden ja nicht statt. Restaurants waren geschlossen, also da hatte Coca-Cola zu leiden. Aber gerade in den letzten Quartalen ging es wieder ordentlich aufwärts. Ja, ging wieder ordentlich aufwärts. Man hatte auch schon mal in den vergangenen Jahren etwas so mit Umsatzrückgängen zu kämpfen im Jahr 17, 18, aber konnte das dann doch wieder auf hohem Niveau entsprechend auch etablieren, den Umsatz. Und auch Gewinn sieht man, der Gewinn hat sich auch deutlich wieder erhöht im Vergleich zu anderen Jahren, wo er doch nur sehr gering ausgefallen ist. Und das Ganze sieht man auch in den letzten Quartalen, dass da auf jeden Fall ein positiver Trend sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn entsprechend aktuell in der Coca-Cola Company herrscht. Und wenn Gewinn und der Umsatz ansteigen, aber der Kurs nicht, den schauen wir uns gleich nochmal an, dann sinkt natürlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das ist jetzt auf dem Stand des Jahres 2010. Also wer Aktien sucht, wo das Wachstum in Ordnung ist, aber die Bewertung nicht exorbitant nach oben mitgelaufen ist, der ist vielleicht bei Coca-Cola genau richtig. Und als Dividendensammler, als Dividendenaristokrat womöglich auch, denn die Dividende ist seit den letzten 10 Jahren stetig angestiegen. Ja, die Dividende ist stetig angestiegen und das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen für Aktionäre und wird letztendlich auch von den Aktionären, von den langfristigen Investoren belohnt, die dann auch die Aktie gerne in ihrem langfristigen Portfolio halten. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob der Aktienkurs mithalten kann. Das wirst du uns jetzt gleich im Free Stocks Tool zeigen. Ja, schauen wir gerne hier auf die aktuellen Aktienkurse der Coca-Cola Company. Hier sieht man wirklich die Aktie ganz klar im Aufwärtstrend. Wenn wir etwas weiter herauszoomen, sieht man schon, dass sich über die letzten beiden Jahre hier ein moderater Aufwärtstrend etabliert hatte. Und der findet jetzt seit Dezember des letzten Jahres wirklich nochmal eine Aufwärtsbeschleunigung. Das heißt, der Trendkanal ist hier nochmal steiler geworden. Und die Aktie handelt ganz klar über allen drei relevanten gleitenden Durchschnitten, ist auch diesen wichtigen Widerstandsbereich bei circa $63 nach oben ausgebrochen, hat dann entsprechend die obere Trendkanalbegrenzung getestet. Jetzt über die letzten beiden Wochen hinweg, 2, 3 Wochen, haben wir einen Rücksetzer gesehen im Bereich dieses vormaligen Widerstandsbereich, der quasi als Unterstützung gehalten hat. Ziemlich genau stimmte dieser Bereich überein mit dem 50-Tage-Durchschnitt. Das heißt, das war schon eine durchaus interessante Einstiegsgelegenheit, hier bei circa $62 bis $63. Und jetzt gibt es über die letzten Tage hinweg jetzt eher eine Seitwärtskonsolidierung, aber hier kann man durchaus auch mit wieder einem weiteren Aufwärtsimpuls rechnen, um dann vielleicht diese Hochs im Bereich von $67 als erstes Ziel auf der Oberseite nochmal zu testen. Und solange diese gleitenden Durchschnittslinien ansteigen, ist sozusagen vom Trendverhalten bei der Aktie alles okay. Ja, der Trend ist auf jeden Fall intakt, der aufwärtsgerichtete Trend. Und da kann man als trendfolgender Investor oder Trader auf jeden Fall jeden Rücksetzer nutzen, um dann trendfolgend hier einzusteigen. Das klingt spannend. Und genau solche Aktien werden wir dann auch morgen wieder herausfinden bei Aktienfokus. Ganz lieben Dank an dich, Roland Jegen. Sehr gerne.